Hallo und herzlich willkommen bei Memory PC, deinem Kanal für Gaming, Hardware und mehr. Dir gefällt dieses Video? Dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Heute zeigen wir euch, wie einfach es ist, in einem von unseren Systemen den Arbeitsspeicher einzubauen oder aufzurüsten. So, wir haben jetzt einmal den PC für euch geöffnet und jetzt schauen wir uns Schritt für Schritt an, was ihr zu tun habt. Der Arbeitsspeicher wird hier rechts neben dem CPU-Kühler in die dafür vorgesehenen Bänke verbaut. Die RAM-Bänke auf dem Mainboard sind von diesem Bauteil in eine lange und eine kurze Seite unterteilt. Auch auf dem RAM-Riegel sehen wir wieder eine kürzere und eine längere Seite. Bevor der Arbeitsspeicher eingebaut werden kann, müssen die dazugehörigen Halter geöffnet werden. Beim Einbau des RAM-Moduls kommt jetzt wieder die kurze auf die kurze und die lange auf die lange Seite. Wenn ihr den Riegel dann in die Bank einsetzt, gebt ihr einen leichten Druck nach unten und dann schnappen die beiden Nasen zu. Beim Einbau des RAM-Moduls sollte es keinen zu großen Widerstand geben. Wenn es euch ein bisschen komisch vorkommt, dann nehmt ihn lieber nochmal raus und schaut nach, ob ihr ihn richtig rum reingesetzt habt. Wenn ihr zwei RAM-Module habt, dann verbaut sie einfach in die vom CPU-Kühler aus gesehen zweiten und vierten Bänke. Wenn ihr vier RAM-Module habt, dann verbaut sie einfach in alle Slots. So, und um zu testen, ob wir alle Komponenten richtig verbaut haben, machen wir das System jetzt noch einmal an. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal. Sollten trotzdem noch offene Fragen bestehen, stell sie uns einfach unten in den Kommentaren. Und denk immer dran, wir lieben deinen PC.